بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist Dawa durch Koranverteilung oder guten Charakter. Warum spreche ich dieses Thema an? Ich habe jetzt, das ist ja immer so, immer wenn man irgendein Projekt anfängt oder wenn man einem Projekt hilft, weil als der Ibn Abu Naji angefangen hat mit diesem Koranprojekt, habe ich direkt gesagt, ich muss auch einen Aufruf machen, damit ich auch etwas, eine Scheibe abkriege von den Hassanet, weil das einfach meiner Meinung nach ein super, und das ist ein super Projekt, Alhamdulillah. Aber natürlich müssen dann wieder irgendwelche ganz Schlauen kommen und die müssen dann versuchen, irgendwas magisch zu machen. Insbesondere, wenn sie selber nicht die Idee hatten oder selber nicht daran teilgenommen haben, dann müssen sie natürlich was anderes dazu sagen. Und ich akzeptiere hier in dieser Sache auch nicht, ja, ist ja nur eine Meinung, ja, ist meine Meinung. Es geht hier nicht um Meinung, sondern es geht hier um die Tatsachen. Ja, und diese Meinung, dass man das nicht, dass derjenige, der das macht, keine Ahnung hat von der Dawa, ist einfach eine Meinung, die unakzeptabel ist. Ja. Genauso wie es unakzeptabel ist, beispielsweise die Meinung zu haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, ist auch eine Meinung, aber ist eine unakzeptable Meinung, ja. Nur mal dazu, das wollte ich mal von vornherein sagen, wenn nachher jemand kommt, ja, warum darf denn der Bruder seine Meinung nicht sagen? Ja, der hat seine Meinung gesagt und ich sage auch meine Meinung. Alhamdulillah. So, auf jeden Fall, was haltet ihr von dem Satz? Würde ich euch mal gerne fragen, was haltet ihr von dem Satz? Man soll keine Dawa durch Koranverteilung machen, sondern durch guten Charakter. Was haltet ihr davon? Meines. Dankeschön. Das ist eigentlich das, was ich hören wollte. Wolltest du bestimmt auch sagen, ne? Schließt das Koranverteilen den guten Charakter aus? Nein. Das ist also völliger Blödsinn. So. Aber ist alleiniger guter Charakter, allein guten Charakter zu haben, bringt das einen zum Islam? Hier muss man erstmal fragen, du bist ja auch konvertierter Muslim. Kennst du jemanden, der alleine durch guten Charakter, alleine, es gibt keinen Zweifel, ich habe keinen Zweifel daran, dass guter Charakter und gute Eigenschaften, ja nicht, dass das nachher wieder im Mund umgedreht wird, dass das einen großen Einfluss auf die Dawa hat. Habe ich keinen Zweifel dran, das auf jeden Fall. Aber ich kenne kein einziges Beispiel, wo jemand nur aufgrund von gutem Charakter, nur, ohne dass irgendjemand was gesagt hat, irgendjemand was gezeigt hat, den Islam angenommen hat. Kennst du ein Beispiel? Vielleicht kennt ja jemand als. Kann ja sein, dass es was gibt. Hast du mal jemanden gesehen? Hast du das mal gehört? Weil irgendwie, es muss ihm ja mindestens einer die Shahada sagen. Ich meine, dass derjenige einen guten Charakter hat, das überzeugt mich ja noch lange nicht davon, dass ich jetzt keine Freundin vor der Ehe haben darf, obwohl das überall erzählt wird, man muss das haben, dass ich kein Schweinefleisch essen darf, dass ich fünfmal am Tag beten muss, dass es nur einen Gott gibt und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Sondern der gute Charakter ist etwas, was anspricht, was motiviert, was die Leute neugierig macht. Ja? Und hier haben auch viele Leute missverstanden, was ein guter Charakter ist. Was heißt das eigentlich, Akhlaq? Wir hören das immer wieder, Akhlaq, Akhlaq, Akhlaq. Die meisten wissen gar nicht, was Akhlaq ist. Akhlaq ist Jim'u Khuluq. Khuluq ist, kommt von Khalq. Ja, von der arabischen Wurzel Kha, Lam, Qaf. Okay? Das bedeutet, zum Beispiel Khalik ist der Schöpfer. Khalq ist das äußere Bild und Khuluq oder Khuluq ist das innere Bild. Und Akhlaq ist die Mehrzahl von Khuluq, von dem inneren Bild. Und da gibt es sehr viele Eigenschaften, die ein Mensch hat. Es kann zum Beispiel, und die meisten Leute, die von dieser Sache reden mit Akhlaq, die verstehen unter Akhlaq, was verstehen die darunter? Hast du eine Idee? Meistens verstehen die darunter, vielleicht, ihr könnt mich gerne berichtigen, ruhig sein und nicht auffallen. Das ist Akhlaq. Ruhig sein und nicht auffallen. Stimmt oder habe ich recht? Das ist das, was viele darunter verstehen. Das ist aber nicht so, wie Nuh a.s. gewesen ist. Das ist nicht so, wie Musa a.s. gewesen ist. Der Prophet Muhammad a.s., als die Botschaft kam, ist er zu Jabal Safa gegangen, hat gerufen. Der Prophet Muhammad s.a.w., das steht im Hadith von Jabir, im Sahih Muslim, war auf der Minbar, hat geschrien, dass man seine Stimme bis zum Markt gehört hat. Ja, der hat dort, seine Augen wurden rot, sein Gesicht hatte Wut und er hat seine Stimme erhoben. Umar al-Khattab,
War der Rügen ist nicht aufgefallen? Der Mensch ist überall aufgefallen. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein guter Charakterzug. Das kann sogar ein schlechter Charakterzug sein. Nämlich, das kann Feigheit sein. Und Feigheit ist ein mieser Charakter. Das ist nämlich das, was viele vergessen. Mut ist ein guter Charakter. Und Mut, Tapferkeit ist das, was die Leute mit am meisten an den Muslimen überzeugt hat. Wann sind so viele Leute zum Islam übergetreten? Uns insbesondere nach Ghazwat al-Mu'tah. Das war die erste riesengroße Schlacht mit den Römern gewesen. Ja, die Kuffar, was haben die gemacht? Die haben einen muslimischen Botschafter, haben die umgebracht, die Christen. Was hat der Prophet a.s. darauf gemacht? Für einen Mann hat er eine ganze Armee geschickt. 3000 Mann. Ghazwat al-Mu'tah. Warum Ghazwa? Eigentlich eine Ghazwa, der Unterschied zwischen Ghazwa und Sariya. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, Sariya ist ein Kampf, wo der Prophet nicht dabei war. Und Ghazwa ist eine Schlacht, wo der Prophet dabei war. Aber Ghazwat al-Mu'tah, der Prophet a.s. war nicht dabei. Und der hat bei dieser Schlacht, hat er wie viele Leute hingeschickt? 3000. Er hat gesagt, die Fahne nimmt zu Zayd ibn al-Haritha. Wer ist Zayd ibn al-Haritha? Das ist einer der ersten, die den Islam angenommen haben. Und wenn er stirbt, Ja'far ibn Abi Talib, und wenn er stirbt, Abdullah ibn Rawaha. Und die sind losgezogen. Ja? Und ja, wie gesagt, das ist kein Vorteil über Ghazwat al-Mu'tah. Aber auf jeden Fall, mit wie vielen Leuten sind die Römer gekommen? 200.000 Mann. 200.000 Mann gegen 3.000. Für die Leute, die in der Jahiliya-Zeit viel mitgemacht haben, viele sind ja zurückgekehrt. Stell dir mal vor, du hast in der Diskuschlägerei, du bist zu dritt, die anderen sind zu 200. Das ist die Relation. Und das sind die Römer, die haben bessere Waffen, die sind besser ausgebildet. Wer hat die Schlacht gewonnen? Ach, am nächsten Tag haben die Römer sich zurückgezogen. Von den Muslimen, wie gesagt, ist kein Foto über Ghazwat al-Mu'tah, ist einfach nur bei die Muslimen, von den Muslimen sind 12 Mann gestorben. 12 Mann. Von den Kuffar haben wir keine Zahlen, aber Khalid ibn al-Walid alleine hat an diesem Tag 9 Schwerter verbraucht. Da kannst du dir ausrechnen, was dort für ein Gemetzel angerichtet worden ist. Die kamen gar nicht mehr auf ihr Leben klar. Das ist unglaublich, 3000, und das war etwas, was die Leute mit dazu gebracht hat. Diese Tapferkeit. Stell dir mal vor, vorher haben die sich noch unterhalten. Ja, die haben gewusst, die Römer kommen mit einer riesen Armee. Und die haben gesagt, sollen wir den Propheten fragen, dass er uns Verstärkung bringt. Ja? Und dann kam wer? Abdullah ibn Rawaha hat gesagt zu ihnen, sinngemäß, wofür sind wir ausgerutscht? Wir sind doch ausgerutscht, um Shahid zu werden. Das ist genau das, was uns hier trifft. Ihr hasst jetzt das, wofür wir ausgerutscht sind. Es gibt nur 2 gute Sachen, entweder Sieg oder Shahada. Lasst uns kämpfen. Und das ist das, in der Situation der Stärke, in der Situation der Schwäche. Und die haben jeden Grund gehabt, sich zurückzuziehen. Ich meine, wenn die anderen 200.000 Mann sind, du bist zu 3.000, du hast Grund, dich zurückzuziehen. Da sagt keiner, boah, die waren aber feige gewesen oder so, ja. Das ist einfach logisch, dass man einfach sagt, ja, das ist einfach zu viel, das kann man nicht aufnehmen, ja. Aber die Rechnungen im Islam sind anders. Ach, die haben gegen die gekämpft. Bruder, die Stämme drumherum, die haben davon gehört. Die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Diese Entschlossenheit, dieser Kampfgeist, das ist eine gute Charaktereigenschaft. Aber das ist das, was die Leute gar nicht kennen. Es kann sein, jemand ist zwar ruhig und jemand, der hat Ikram und jemand, ach, der lächelt immer, aber ist ein Lügner. Das auch. Sidq ist eine gute Charaktereigenschaft. Kann jemand sein, der ist ehrlich, aber der ist einer, der neidisch ist. Ist auch eine schlechte Charaktereigenschaft. Kann sein, jemand ist vielleicht ehrlich und der ist nicht neidisch, aber der ist arrogant. Das heißt, das ist ein guter Charakter, das ist ein schlechter Charakter, das ist ein falsches Bild. Und ich will hier eins betonen, was die ganzen Nicht-Muslime angeht. Wir haben die immer gut behandelt. Immer. Man muss nicht irgendwie was vom Fernsehen sehen, wo es irgendwie, oder 2, 3 Situationen in unserem Leben. Ja, weil kein Mensch ist perfekt. Du kannst nicht, wenn du 2 Situationen nimmst aus deinem Leben oder 3, die vielleicht etwas härter abgegangen sind, kannst du nicht erzählen, ja, ach, das war ja immer so. Sondern die Grundlage bei uns ist immer absolute Freundlichkeit. Aber wenn jemand kommt und will dich für blöd verkaufen
und du hast mit dem schon 10-mal geredet und der wird frech. Heißt das nicht, dass wir den Schwanz einziehen wie einen Hund, den man einen Stein hinterhergeworfen hat, sondern wir können da auch mal was dagegen sagen. So war der Prophet a.s.w. auch gewesen. Und ich habe schon die Geschichte erzählt, ja, als er um die Kaaba gegangen ist und sie sich über ihn lustig gemacht haben. Ja, es wird immer ein Bild vermittelt, wie von so einem Bekifften, der durch die Stadt gegangen ist und nur die ganze Zeit am Lächeln war und alle haben ihn getreten und geschlagen. Das ist ein falsches Bild. Ja, wirklich, die Leute haben ein falsches Bild. Der Prophet ist an ihm vorbeigegangen und dann hat er sich dahingestellt vor denen. Und dann hat er gesagt, Jituk, Walladhi Nafsi Muhammad, Tasma'una, Ya Ma'ashar Quraysh. Hört ihr, O ihr Quraysh? Walladhi Nafsi Biyadi, Walladhi Nafsi Muhammad Biyadi, Jitukum Bidhabhi. Bei dem, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, hört ihr, Quraysh? Ich bin gekommen mit der Schlachtung für euch. Ist das schlechter Charakter gewesen? Das ist kein schlechter Charakter, das ist ein guter Charakter. Aber das Problem ist, die Leute, die haben irgendwie zu viel Hippie-Fernsehen gesehen. Das ist das Problem. Die denken, Hippie, das ist ein guter Charakter. Echt, da fehlt nur noch der Joint im Mund. Und dann sind die den ganzen Tag voll high. Der eine tritt von da, deine Frau, freundliche Frauen werden vergewaltigt, der Islam wird von allen Seiten an bekämpft und zusammengeschlagen, die Moschee wird zugemacht und wir sitzen da. Immer lächeln. Achi, da denken die Leute, du hast einen an der Mütze, Achi. Da denken die Leute, der hat so heiß gebadet. Achi, du bekämpfst die Religion und den interessiert das nicht. Ja, kann man auch nichts dran ändern. So. Jetzt auf jeden Fall, aber gut, dass ihr es schon verstanden habt. Ja, mit guten Achlag, wir kommen dann nachher noch zu. Auf jeden Fall, erste Sache war, ja, das war dann sein erstes Argument. Allah hat kein Buch einfach so herabgesandt und jedem Menschen gegeben. Sondern der hat die Bücher immer mit, guck, was das für ein cooles Argument ist. Sondern der hat die Bücher immer mit einem Propheten herabgesandt. Ach so, ach das heißt, jetzt haben wir ja keinen Propheten mehr, müssen wir die da aber aufgeben. Nee, er möchte damit sagen, man muss eine einzelne Person schicken. Hm. Nicht schlecht. Aber erstmal, das eine schließt das andere nicht aus. Sondern der Prophet war dazu da, um den Koran zu erklären. Kein Mensch hat gesagt, du gibst einem den Koran und das reicht dann für ihn bis zum Lebensende. Er kann sich dann bei sich in die Wohnung einschließen und bleibt dann bei sich in der Wohnung und er macht nur das, was im Koran steht. Aber wenn er das machen würde, er hält sich nur an das, was dort drin ist und er hat nie etwas anderes gehört, weil er keine andere Möglichkeit hat, etwas zuzuhören, dann wäre er trotzdem entschuldigt. Ja? Aber wichtig ist, die Botschaft drüber zu bringen. Aber nach einem Gespräch mit dir oder nach einem Jahr Gesprächen mit dir oder nach 10.000 Gesprächen mit irgendeinem Daya, wird er auch noch nicht alles wissen. Das heißt, hier geht es um einen ersten Schritt, dass er den Koran durchgelesen hat. Und natürlich ist das etwas, was gerade dem deutschen Geist, ja, dass er sich sagt, guck mal, hier, die geben mir den Koran, das heißt, es gibt keine Geheimnisse. Ich kann mir alles selber durchlesen, erstmal, und selber entscheiden. Das ist eine ganz positive Sache. Da fühlt er sich nicht wie, vielleicht labert mir einer was auf. Darunter soll man nicht verstehen. Man soll mit jemandem nicht reden, weil er könnte ja denken, dass man ihm was aufquatscht. Aber ich will damit nur sagen, dass diese Methode aus dieser Perspektive sehr gut ist. So, dann. Die nächste Sache ist, was man dazu sagen muss, ist, dass der Prophet, was hat er gemacht? Der hat den Menschen den Koran vorgelesen. Warum? Damit die schöne Tilawa hören. Nein, in erster Linie, dass das den schönen, wie sich das schön anhört, sondern in erster Linie, dass sie den Sinn dahinter verstehen. Denn das ist der Sinn des Korans. Li unzira kumbi wa man bala, damit ich den damit warne, der ihn erreicht. Allah sagt im Koran, in Suratul Maryam, 19. Sura, letzte Seite, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدَّ. Wir haben ihn zu dir herabgesandt, also wir haben den Koran in deiner Sprache leicht gemacht. Ja? Damit du die Gottesfürchtigen damit warnst, damit du die Gottesfürchtigen damit eine frohe Botschaft gibst und ein hartnäckiges Volk warnst. Ja. Ja, das ist der Vers 97. Kann man nachlesen. Das ist der Sinn des Korans. Warum sagt er auch in deiner Sprache leicht gemacht?
Ja, damit die Menschen die Bedeutung des Korans verstehen. Darum geht es. So, dann. Das zweite war gewesen. Was hat er sagt jetzt, er gibt jetzt die Alternative. Er sagt jetzt, der Prophet hat einen Menschen geschickt. Und ich wundere mich wirklich manchmal, warum reden Leute über Themen, von denen sie einfach kein Wissen haben. Um irgendwelche Projekte kaputt zu machen. Ich meine, wenn man kein Wissen von einer Sache hat und sich mit einem Thema nicht beschäftigt hat, es gibt keinen, der je, oder zumindest in Deutschland, gibt es keinen, der von allen Themen tiefgründiges Wissen hat. Aber man soll wenigstens wissen, wenn man von einer Sache kein Wissen hat. Er sagt, der Prophet hat einen geschickt, einen Mann, der hat dann längere Zeit bei diesen Leuten gelebt und der hat dann mit seinem Charakter Dawa gemacht. So. Erstens, das ist erstmal falsch, weil das ist nicht die einzige Methode, die der Prophet gewählt hat. Zum Beispiel, der Prophet hat auch Mu'ath ibn Jabal gewählt. Der hat gesagt, geh nach Jemen, mach dort Dawa. Inna kalatati mutafakun alay, du kommst zu einem Volk der Schrift. Falyakun awwal ma tad'u ilay ay yuwahhidullah. Du sollst sie dann dazu aufrufen, dass sie nur Allah alleine anbeten. Aufrufen, das sollst du ihnen sagen. Der hat nicht gesagt, geh dorthin und benimm dich gut und dann nehmen die schon alle irgendwie den Islam an. Das ist völlig irrational. Der hat gesagt, ruf die auf. فَإِنْهُمْ عَقَعُوكَ فِي ذَلِكَ فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَتَرَدَ عَلِمْ خَمْسَ سَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ. Wenn sie dir gehorchen mit der Shahada, dann sage ihnen, dass Allah ihnen 5 Gebete bei Tag und Nacht vorgeschrieben hat. فَإِنْهُمْ عَقَعُوكَ فِي ذَلِكَ فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَتَرَدَ عَلِمْ صَدَقَةً تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Ja, so das war bei Mu'ath ibn Jabal. Dann hat der Prophet Briefe an Könige geschrieben. Der hat nicht gesagt, geh du zu dem König, lebe dort 20 Jahre im Hof und lächle jeden Tag schön, dann nehmen die schon alle den Islam an. Das gab es nur, das ist völlig irrational. Ach, der Islam ist eine Religion, die gegen die Schahawat unterdrückt. Es gibt bestimmte Dinge, die du nicht machen kannst. Die Quraysh zur damaligen Zeit, das waren Alkoholiker gewesen. Das waren Leute, die in der Sinne gelebt haben. Nur weil einer sich jetzt gut benimmt, dann sagen die noch nicht, ich lasse die Sinne und ich lasse den Alkohol. Sondern weil denen gesagt wird, Hölle. Und das ist das, was wer sagt? Das sagt Aisha. Aisha radiallahu anha sagt, لو كان أول ما أنزل من القرآن لا تزنوا لقال الناس والله لا نترك الزنا أبدا. والله, wenn das erste, was vom Koran herabgesandt worden war, gewesen wäre, ihr sollt keinen Zina machen, hätten die Leute gesagt, wir werden Zina niemals verlassen. Wenn das erste, was herabgesandt worden war, trinkt kein Alkohol gewesen wäre, hätten die Leute gesagt, wir lassen den Alkohol niemals. Dann sagt sie, was? Aber das erste, was herabgesandt wurde, waren die Suren Mufassala, Fiha Zikrun Muti wa Qiyama. In diesen gibt es die Ermahnung von Tod und Auferstehung. Paradies und Hölle. Das ist das, was die Herzen bewegt hat. Wodurch kommt das? Das kommt durch Dawa, dass du mit Leuten redet. Es sieht ja keiner, dass du dich gut benimmst und dann weißt, es gibt Paradies und Hölle. Warum erwähnt Allah auf fast jeder Seite im Koran die Hölle? Damit wir uns davon fernhalten. Der Mensch, der Muslim braucht 2 Flügel. Der eine Flügel ist Raja, die Hoffnung auf Paradies. Der andere Flügel ist was? Ist die Hölle. Und jeder, der den Islam angenommen hat, der weiß das. Und der Körper, der Ruh des Imans ist die Liebe für Allah. So, du entwickelst aber keine Liebe für Allah, nur weil du jemanden siehst, der betet. Und ich sage nochmal, ja, das ist wichtig. Das Praktizieren des Islams, das ist etwas, was auch einlädt. Das ist etwas, was deine Taten, was deinen Glauben bestätigt. Aber die Worte zu lassen, die Ermahnung zu lassen, das Reden, Diskutieren mit Menschen zu lassen, die Unterweisung zu unterlassen, ist völliger Quatsch. Und was ist die beste Unterweisung? Hier, Allah sagt, hier, وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Ermahne mit dem Koran, wer die Ermahnung fürchtet, mit dem Koran. Der Prophet a.s. ist nach Taif gegangen. Was hat er da gemacht? Der hat auf dem Markt, die sagen heute, ja, ihr verhaltet euch wie Marktschreier und so weiter. Wenn du die deswegen kritisierst, sagen die, oh, hast du ein schlechtes Benehmen, was hast du uns kritisiert? Halluzinationen? Ach, der Prophet a.s. Ach, das ist bekannt. Welche Ziehen habt ihr gelesen? Welchen Koran haben diese Leute gelesen? Herr Bruder, jetzt wundert man sich, warum regst du dich auf? Ja klar rege ich mich auf. Ich rege mich auf, wenn die Religion kaputt geredet wird.
Ich rede mich auf, wenn die Religion kaputt, da muss man sich drüber aufregen. Da muss man Wut drüber haben. Musa a.s. hat auch Wut gehabt. Man muss Wut für diese Religion haben, wenn man sieht, dass dagegen geredet wird. Wenn man sieht, dass die ganze Religion kaputt gemacht wird. Bruder, das ist vom Scheitan ist das. Dieser Gedanke alleine, der Achlag, reicht, um die Leute aufzurufen. Ach, ich bin alleine, welches hier haben die gelesen? Wenn alleine der Achlag reichen würde, warum wurde der Prophet bekämpft? Warum ist der Prophet auf Jabal al-Safa gegangen und hat gerufen? Warum? Warum hat er nicht einfach in Mekka gelebt, hat so weitergelebt wie bisher? Nein, aber das hat keinen Menschen interessiert. Was diese Leute interessiert hat, war, als er aufgestanden ist und hat gewarnt. Das war das große Problem an der Sache gewesen. Wir haben ja gesagt, dass also erzählt wird, der hätte Leute irgendwo hingeschickt, die wären jahrelang dort geblieben. Und ich habe gesagt, das ist nicht immer so gewesen. In einzelnen Fällen war das schon so gewesen. Zum Beispiel Abu Dha al-Ghifari. Der wurde zu seinem Volk gesandt und war dort mehrere Jahre. Aber jetzt, wie dieser Bruder sagt, hat er dort nur mit seinem Charakter eingeladen? Nein. Abu Dha al-Ghifari war der Erste, der die Stimme so erhoben hat in Mekka. Also in Islam al-Nummer stand er am nächsten Tag schon vor der Kaaba und hat, wo noch die Dawa Siriyya war, gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und die Quraysh kamen auf ihn drauf, haben ihn zusammengeschlagen. Am nächsten Tag kam er wieder. Und am nächsten Tag kam er wieder und hat sich dort hingestellt. Dreimal. Warum hat der Prophet ihn geschickt? Man muss davon ausgehen, weil er wusste, dieser Mensch, der hier in einer fremden Stadt ist und diese Liebe für den Islam hat, dass er seine Stimme erhebt, der wird in seiner Heimatstadt, wo die Leute kennt, erst recht seine Stimme erheben und den Islam predigen. Und durch Abu Dha al-Ghifari, der ganze Stamm von ihm hat den Islam angenommen. Alhamdulillah, und die Geschichte kennen wir. Dann beispielsweise wurde es vom Propheten seine Dawa. Der Prophet a.s. ist ja das beste Beispiel, der war ja in Mekka. Hat er gesagt, nee, ich stehe nur dort und ich sage nichts? Nein. Sondern als Allah ihm gesagt, er soll warnen, hat er das getan. Ist der Prophet unser Vorbild, sallallahu alaihi wasallam? Natürlich. Wer weiß am besten, wie man Dawa macht? Der Prophet a.s. So, hier, ich habe diese Geschichte hier auch von Rahik al-Makhtum. Und dieser Hadith, der wird auch überliefert bei Sahih al-Bukhari. Hadith Nummer 2753. Was ist passiert, als der Prophet den Auftrag bekommen hat, die Dawa zu machen? Weil die Leute sagen, ja, Marktschreie, ihr macht Kundgebung in der Stadt. Der Prophet ist zu Jabal Safa gegangen. Warum Jabal Safa? Jabal Safa war der öffentliche Ort, wo die Leute vorbeigegangen sind und war ein hoher Ort, wo jeder sehen konnte und jeder hören konnte. Denn es heißt Dawa. Dawa heißt Ruf. Heißt nicht Hams, Flüster. Dawa. Die Grundlage der Dawa ist die laute Dawa. Ist Jihad. Das ist die Grundlage. Dawa Siriyya ist eine Erlaubnis. Gerade in den schwierigen Situationen. Ja? Wie zum Beispiel die ersten drei Jahre von Mekka. Jetzt, was da passiert? Er sagt, jetzt schaut euch diese Dawa an. Das ist die beste Dawa, so müssen wir es machen. Ja, Masha Quraysh. Ishtaru anfusakum min Allah. Ankidu anfusakum min Allah. Kauft eure Seele von Allah. Rettet eure Seelen vor dem Feuer, sagt er. Erste Mal Feuer. Hier, erste Mal. Dann. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ دَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ. Ich kann euch vor Allah nichts Gutes und nichts Schlechtes bringen. Ich kann euch nichts nützen gegen ihn. Was ist das? Das ist wieder ein Aufruf zum Tawhid. Dass Allah zu allem die Macht hat. Und er der Einzige ist, der Nutzen und Schaden bringt. Dann. يَا بَنِي كَعْبِ بِنْ لُوَى أَنْكِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. Zweite Mal. Rettet eure Seele vor dem Feuer. فَإِنَّا لَأَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا بَنِي مُرَى إِبْنْ كَعْبِ أَنْكِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. Dritte Mal. Jeden einzelnen Stamm ruft er auf. Insgesamt in der ganzen Rede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal hütet euch vor der Hölle. In der ganzen Rede. Am Anfang hat er nochmal, also 10 Mal, die erste richtig öffentliche Rede, wo der Prophet zu Jabal Safa geht
warnt er 10-mal vor der Hölle. Und heute ist es falsch, wenn man öffentlich zum Islam aufruft. Das ist die falsche Dawa-Methode. Also der Prophet hat es nach dieser Lehre eindeutig falsch gemacht. Weil der hätte einfach sich dort nur nett bewegen müssen, immer nur lächeln, und dann hätte jeder von selber den Islam angenommen. Das ist eine scheitanische Aussage. Diese Aussage, die ist so bei den Sufis verbreitet, hätten wir nur den Islam richtig praktiziert, würden alle den Islam machen. Das ist vom Scheitan. Ach, da müssen wir die ganze Mekka, wofür die ganzen Probleme? Wofür ist der überhaupt nach, dann gäbe es keine Hijra nach Medina, da gäbe es keinen Bilal ibn Rabah, der gequält wurde, da gäbe es keinen Khabab ibn Arad, da gäbe es diese ganzen nicht, da gäbe es keine Sumayya, die getötet wurde. Die ganze islamische Geschichte kannst du aus dem Fenster rauswerfen, gibt's nicht. Wenn es einfach nur ist, ja, wir leben irgendwo, wir leben vernünftig und wir lassen uns unterdrücken und wir reden gar nicht über die Religion. Völliger Blödsinn. Wo haben wir es denn? Man soll mir einen Beweis bringen. Wo der Prophet a.s. zu jemandem sagt, geh dorthin, rede nicht vom Islam, nur wenn jemand dich darauf anspricht. Soll er mir bringen. Es sei denn, vielleicht gibt es irgendwo was, irgendwo eine einzelne Stelle, in einer Situation, wo jemand wirklich, wenn er den Mund aufmacht, den Kopf abbekommt. Aber leben wir in Deutschland in so einer Situation? Natürlich nicht. Dann, welche Geschichte haben wir noch? Die Briefe an die Könige. Habe ich eben schon gesagt. Dann Nuh. Nuh a.s., der Prophet Nuh. Was hat er gesagt? Der ist aufgestanden. Der hat nicht nur unter seinen Leuten. Warum haben die den angegriffen? Weil er gesagt hat, Rabbi inni da'utu qawmin layla wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, ja'alu asahbiyahum fi adhanihim, wastaghshaw thiyabahum, wa asarru wastakbaru istikbara, thumma inni da'utuhum jihara, thumma inni alantu lahum wa asratu lahum israra, fakultu astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. Was hat er gesagt? Astaghfiru rabbakum, bittet um Herrn um Vergebung. Innahu kana ghaffara, der vergibt. Yunsil as-sama alaykum midrara, dann wird er euch vom Regen Risk für euch herabsenden. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Achi, wofür hat Nuh das gemacht? Wofür hat Nuh das gemacht? Wenn man doch einfach nur irgendwo hingehen soll und soll sich gut verhalten. Und was haben sie zu ihm gesagt? لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودعا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر. Die sagen, verlasst eure Götzen nicht. Warum? Weil Nuh ihnen gesagt hat, betet diese Götzen nicht an. Nuh war falsch gewesen von Ulul Azm. Ibrahim a.s. Was hat Ibrahim gemacht? Ibrahim a.s. Was hat er gemacht? قال يا قوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. Ja, dient Allah und fürchtet ihn. Das ist besser für euch, wenn ihr wisst. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. Ihr betet neben Allah nur Götzen an und kommt mit einer ungeheuerlichen Lüge. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. Und die hier neben Allah, die Anbeter, die bringen euch keinen Risk, bringen euch kein Vermögen. Was war dann denn im Nachhinein? Dann kommt die ganze Geschichte zu und an kaputt. Dann was ist danach passiert? فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا وَحَرِّكُوا. Und die Antwort des Volkes war nur, tötet ihn und verbrennt ihn. Warum? Der soll doch einfach nur gut nach Lag haben, dort leben, sich zurückziehen. Bitte, bitte, tut mir nichts. Ach, was ist das für ein Islamverständnis? Was hat er zu seinem Vater gesagt? Da hat zu seinem Vater gesagt, Ja, Abati, lima ta'budi shaitan. Der hat gesagt, Ja, Abati, lima ta'budu. Ma la yasma, wa la yubsir, wa la yugni anka shay'a. Oh, mein Vater, warum dienst du, was nichts hört, nichts sieht und dir nichts nutzen kann? Warum hat er ihn so angesprochen? Und dann hat der Vater ihn vertrieben. Ach, der ganze Koran ist voll von diesen Geschichten. Der ganze Koran ist voll von Geschichten, wo ein Prophet kommt zu dem Volk, direkt dorthin geht und die anspricht. Und er spricht direkt das Problem an, was die haben. Der redet nicht um den heißen Brei herum. Er sagt direkt,
Sprich sie direkt an auf ihren homosexuellen Verkehr. Dass dieses Volk diese Homosexualität praktiziert. Dass es eine Sünde ist. Warum ist er nicht zugänglich? Dann hat sich einfach nur gut verhalten und einfach nichts sagen. Wenn die meinen guten Achlag sind, dann kommen die schon irgendwann und dann fragen die mich ja. Das sagt er. Du benimmst dich einfach nur gut, irgendwann kommen die Leute zu dir und fragen dich. Warum benimmst du dich so gut? Warum machst du so einen leckeren Tee? Und wie gesagt, ich betone nochmal, ja, es stimmt. Natürlich, wir sollen hilfsbereit sein. Wir sollen ehrlich sein. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist die Ehrlichkeit. Als Ja'far ibn Abi Talib vor dem Najashi stand, was hat er zu ihm gesagt? Ja, kunna kaun ala jahiliyati, na'budu al-asnam. Wir waren ein Volk von der Jahiliyyah, von Unwissenheit. Wir haben Götzen angebetet, Nummer 1. Wa na'kul mayta, und haben Totes gegessen, was nicht geschlachtet war. Wa na'til fawahish, und sind Unzucht nahe gekommen. Wa naktul arham, und haben die Verwandtschaftsbande unterbrochen. Wa nusil jiwar, ja, und haben die Nachbarn schlecht behandelt. Wa ya'kul qawiyyu min ad'if, und der Starke von uns hat den Schwachen gegessen. Hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna, bis Allah einen Gesandten von uns zu uns geschickt hat. Na'rifu nasabahu, wir kennen seine Abstammung. Das heißt, wir kennen alles über ihn. Wa sidqahu, ganz wichtig, seine Wahrhaftigkeit. Wa amanatahu, und dass man sich auf ihn verlassen kann. Wa afafahu, und seine Keuschheit. Diese Eigenschaften, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit, ja, dass man nicht keinen Blödsinn erzählt. Und was? Und Keuschheit, das sind wichtige Eigenschaften, mit denen man sich schmücken muss. Aber wenn man den Leuten vorenthält, dass sie in die Hölle gehen, wenn sie den Islam nicht annehmen, dann ist man nicht ehrlich, ist man ein Lügner, ist man dann. Ist man jemand, der die Leute in die Irre gehen lässt. Ja, wie gesagt, hier, Sudl Ankabut, ich habe jetzt hier, ja, Walutan ist Kola, die Kome innakum, la ta'tun al fahishata, ma sabakakum, biha min ahadim min al-alamin. Ja, innakum la ta'tun al-rijala, wa ta'tun al-sabila, wa ta'tun al-finadikum al-munka. Ja, so. Das heißt, der sagt, lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein? Das hat Lut gesagt. Hier, seid ihr besser als Lut? Lut ist ein Prophet. Seid ihr besser als Nuh? Nuh ist ein Prophet. Seid ihr besser als Ibrahim? Alle diese Propheten kamen direkt mit der Botschaft. So, das heißt, diese Aussage, einfach nur unter den Leuten leben und sich gut verhalten, und in Deutschland bringt das sowieso nichts. Weil in Deutschland, ach, wie viele Muslime benehmen sich daneben? Wie viele Abzieher und so weiter gibt es? Ach, dann kommt der nicht auf die Idee, ach ja, der ist bestimmt gut, der kann das gar nicht auseinanderhalten. Man muss den Leuten erstmal klar machen, warum macht der eine praktiziert die Religion halt nicht richtig. Dann, was haben wir noch für Beispiele? Eigentlich alleine dieses Beispiel hier, ja, da gibt es so viele Beispiele, wo, und dann der Koran, wie sind die Leute überhaupt zum Islam gekommen? Umar al-Khattab, wie ist er zum Islam gekommen? Er war bei seiner Schwester und sie hat den Koran vorgelesen. Und er hat dann den Koran gelesen. Surat al-Taha. Daraufhin hat er den Islam angenommen. Ihr sagt jetzt, ja, nee, man soll den Koran lieber den Leuten nicht erzählen. Jetzt wird er natürlich sagen, ja, die Leute verstehen das heute nicht, damals haben sie es verstanden. Dafür ist eine Übersetzung da, damit man eine ungefähre Bedeutung wiedergibt. Aber ich komme dann nachher noch auf die anderen Vorwürfe. Ja? Dann, auf diese Aussagen, die verstehen das ja nicht und so weiter und so fort. Wie hast du den Islam angenommen? Hast du Koran gelesen? Ich bin Muslim aufgewachsen erstmal. Ja. Und mir hat jemand einen Flyer in die Hand gedrückt. Die hat jemand einen Flyer in die Hand gedrückt? Ja. Und, also. Und da war. Am Ende war die Frage, was hindert dich daran, den Islam anzunehmen? Ey, das sind unsere Flyer. Ja. Das wusste ich gar nicht, ehrlich? Ey, das ist mein Spruch, was hindert dich daran, den Islam anzunehmen? Alhamdulillah, das habe ich gar nicht gewusst. Aber wie lange ist das her? So, 3 Jahre ungefähr. Allahu Akbar, Achi. Da muss ich erstmal zu Schuh kommen, aber warte. Allahu Akbar, Mashallah. Ja, das ist ein gutes Beispiel jetzt. Das passt gut zum Dings. Ja, früher, die haben auch keinen Flyer gemacht. Ne? So, jetzt, das heißt, jetzt haben wir aber eine Person, weil es geht ja jetzt um die Aussage, die er gemacht hat. Ich gehe einzeln die Aussagen durch. Die Aussage, die gemacht hat, der Prophet hat keinen Koran
der hat Leute dorthin geschickt, die unter den Leuten gelebt haben, nur mit Achlag. Erstmal, ich habe dann gesagt, der hat das nicht immer so gemacht, dass er Leute dorthin geschickt hat, die da länger geblieben sind. Das gab es bei Abu Dhar al-Rifari, aber der hat nicht nur mit Achlag eingeladen. Da gibt es eine ganz spezielle Person in der Sira, ein Sahabi, der auch so eine richtige, wie soll ich sagen, eine richtige, eine Persönlichkeit ist. Und das ist der Sahabi, durch den Medina zum Islam gekommen ist. Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair wurde für längere Zeit vom Propheten, alayhi salatu wassalam, nach Medina geschickt. Und es haben schon einige den Islam angenommen. Und der Islam hat sich vor allem bei den Khazraj. In Medina gab es zwei Stämme. Al-Aus und Khazraj. Und vor allem bei den Khazraj hat sich der Islam verbreitet. Und Mus'ab ibn Umair hat dort was gemacht? Er hat den Koran beigebracht. Und er hat was versucht, andere Leute zum Islam zu bringen. Er hat nicht gesagt, ich warte jetzt, bis jeder zu mir kommt, weil das völlig ineffektiv ist. Wie willst du hunderte Leute einraten, wenn du eine einzige Person bist und du wartest bei dir zu Hause, bis sich einer zu dir verirrt? Das ist völlig unrealistisch. Und dann, dass du in der Straße gehst, jemand sieht deinen Charakter und sagt, boah, jetzt nehme ich aber den Islam an. Das heißt, was hat er gemacht, Mus'ab ibn Umair? Ja, der war mit Asad ibn Zurara und das sind eigentlich Namen, die wir alle wissen müssen. Und Asad ibn Zurara, der hatte einen Cousin gehabt, von mütterlicher Seite, bei dem Stamm von Aus. Wie hieß dieser Cousin? Sa'd ibn Mu'ath. Allahu Akbar, achi, ich kriege da Christi Gänsehaut, achi. Sa'd ibn Mu'ath, achi, über den der Prophet a.s.w. gesagt hat, yahtaza arshu Rahman. Der Arsch des Rahman, der hat gewackelt wie in dem Tod von Sa'd ibn Mu'ath. Das war so ein Jebel, dieser Mensch. Ja. Und was haben die gemacht? Die sind in das Gebiet gegangen, wo er war. Und Sa'd ibn Mu'ath hat die zwei gesehen und ihm hat das nicht gefallen. Was hat er gesagt? Weil die leiten unsere schwachen, unsere dummen Leute in die Irre. Der wusste schon, die predigen den Islam. Die latschen nicht nur rum und machen was. Also, Mus'ab ibn Umair kam mit Asad ibn Zurara. So, und er wurde gesehen von Sa'd ibn Mu'ath. Da hat Sa'd ibn Mu'ath gesagt zu Usayd ibn Hudayr, geh dorthin und sage denen, also sinngemäß, ich gebe das sinngemäß wieder, dass er denen sagen soll, die sollen sich hier verziehen und sollen die Leute nicht in Irre ziehen, weil wenn das nicht meine, sonst würde ich dahin gehen. Ja? Und der ist jemand, der ganz schön was drauf hat. Ja? Auf jeden Fall, der war der Chef von den Aus gewesen. Dann ist der Usayd ibn Hudayr dorthin gegangen und hat denen anständig Bescheid gesagt. Der hat auch die Lanze in der Hand gehabt. Und das war eine Art Bedrohung gewesen, ja. Hat den klar Bescheid gesagt, guck mal, nach dem Motto, wir wollen euch hier nicht sehen. Was hat Mus'ab ibn Umair zu ihm gesagt? Hat sie ihm gesagt? Hat nicht gesagt, ja, ich sitze nur hier, ich habe gut nach. Er hat gesagt, setz dich hin und höre zu. Vielleicht gefällt dir das, dann nimmst du es an. Und wenn es dir nicht gefällt, nimmst du es nicht an. Du hast gerecht. Das ist genau das, was wir jetzt haben. Wer es nicht annimmt, hat sein eigenes Problem. Was hat er dann gemacht, Mus'ab ibn Umair? Hat er gesagt, nee, ich lächle nur nicht. Der hat ihm was erzählt, der hat ihm den Islam erklärt und hat was gemacht, hat ihm den Koran vorgelesen. Warum? Damit er die Bedeutung des Korans versteht. So, jetzt wird natürlich jemand sagen, ja, aber mit einer Koranübersetzung ist ja was anderes. Die haben damals Arabisch gekonnt. Erstens, egal, ob du eine Koranübersetzung gibst oder ob du selber redest, Missverständnis kann immer passieren. Kann immer passieren. Die Koranübersetzung ist dazu da, um dem einen ersten Geschmack davon zu geben, um Fragezeichen bei ihm zu erzeugen. Und wir haben es schon so oft erlebt, dass Leute den Islam angenommen haben, wegen einer Koranübersetzung. Das heißt, wenn jemand sagt, das bringt nichts, hat einfach keinen Plan. Tausende Leute haben den Islam angenommen, weil sie eine Koranübersetzung gelesen haben. So, jetzt. Was ist passiert? Die haben gesagt, die haben gesehen, wie sein Gesicht sich geändert hat. Von dem Usayd ibn Hudayr. Dann ist Usayd ibn Hudayr wohin gegangen? Zu Sa'd ibn Mu'ath. Und Sa'd ibn Mu'ath sagt,
Der ist mit einem anderen, der kommt mit einem anderen Gesicht, als er gegangen ist. So haben die Bedeutung verändert. Er kam an und dann hat er zu Sa'd ibn Mu'adh gesagt, Bani al-Harith, die wollen wen töten? Die wollen Asad ibn Zurara töten, weil er mit dir verwandt ist. Dann hat er seine Waffe genommen, Sa'd ibn Mu'adh, und war wütend gewesen. Der wollte nur, dass der kommt. Der wollte unbedingt, dass der hört. Der wollte unbedingt, dass Sa'd ibn Mu'adh hört, was Mus'ab ibn Umair zu sagen hat, dieser Mann aus Mekka, von Quraysh. Guck mal, ach, der hat gerade den Islam angenommen, der Usayd ibn Hudayr, und der will sofort diese Botschaft rübergeben, ach. Ach, das Erste, woran der denkt, ist, Sa'd ibn Mu'adh zum Islam zu bringen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er nimmt den Islam an, dann sagt er zu Mus'ab ibn Umair und zu Asad ibn Zurara, ja, Mus'ab ibn Umair von Mekka, Asad ibn Zurara, ja, aus von Khazraj, aus Medina, er sagt, ich bringe euch jemanden, wer der den Islam, nimmt die alle den Islam an, die ganzen Haus. Der denkt direkt so. Achi, der hat nach 5 Minuten Islam, hat der Islam besser verstanden als heute alle, die ganzen Sufis zusammen, achi. Oder ich sage, die ganzen Sufis, die so einen Unsinn erzählen. Dann ist er zu Sa'd ibn Mu'adh, hat ihn so mit diesem Trick gezogen, dass er kommt. Klar, er war neu im Islam, er wusste nicht, dass man sowas eigentlich nicht machen soll. Dann kam Sa'd ibn Mu'adh und Sa'd ibn Mu'adh hat dann gemerkt, dass das irgendein Trick gewesen ist, weil der hat gesehen, Asad ibn Zurara und so, die waren alle ganz locker gewesen, da ist gar nichts vom Töten und so. Aber dann hat er ihm Bescheid gesagt, dass er keine Lust auf die hat, dass sie keine Leute in die Irre führen sollen. Da hat Mus'ab ibn Umair gesagt, setz dich doch mal hin, hör zu, was ich zu sagen habe. Wenn es dir gefällt, nimmst du es an. Wenn nicht, dann lässt es. Sa'd ibn Mu'adh hat gesagt, ernsthaft, das ist gerecht. Chin gesetzt. Und er hat ihm vom Koran vorgelesen. Und was ist dann passiert? Hat den Islam auf der Stelle angenommen. Ach, und das war so ein Sieg für den Islam gewesen, die Annahme von Sa'd ibn Mu'adh. Was ist dann passiert? Ach, das war vielleicht die gewaltigste Sache überhaupt. Weil durch den ist Medina aufgegangen, durch den war die Hijra möglich. Und dadurch, dass die Hijra möglich war, hat sich der Islam nachher so verbreitet. Versteht ihr? Allah, der kommt manchmal mit der Hilfe, ach, von wo du es nicht erwartest. Dann was hat Sa'd ibn Mu'adh gemacht? Sa'd ibn Mu'adh ist zu seinem Stamm gegangen, die haben ihn gesehen, die haben gesagt, sein Gesicht hat sich geändert. Wisst ihr, was der zu denen gesagt hat? Die fragen, wie seht ihr mich? Und die haben ihn gelobt, du bist unser Bester und du bist der und der beste Sayyid und so weiter und so fort. Die haben ihn voll gelobt. Da hat er gesagt, فَإِنَّ كَلَامُ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَبِّ الرَّسُولِ. Das heißt, euer Gerede ist für mich haram. Das heißt, ich rede mit euch kein Wort mehr, bis ihr den Islam angenommen habt. Am Abend hat der ganze Stamm den Islam angenommen. So, aber wie hat es angefangen? Mit dem Koran vorlesen. Nicht mit, wir gehen dorthin und reden nur. Wir gehen dorthin, halten den Mund und Dings. Mus'ab ibn Umair ist extra in das Gebiet gegangen, um diese Leute zu treffen und mit ihnen zu reden. Das heißt, sie sind aktiv auf die Leute zugegangen. Nicht, wir warten irgendwo in der Moschee, ja, bis dann irgendwann mal einer unseren Charakter gesehen hat. Was für ein Charakter? Weil wir durch die Gegend laufen wie Schluppi oder was? Was soll er denn da? Das findet er bestimmt besonders positiv oder wie? Naja, dann fragen wir mal, welchen Beweis bringen die Leute? Weil das ist vom Scheitan, um die Dawa zu stoppen. Die aktive Dawa. Und die Dawa ist einer der Säulen, die den Islam aufrechterhält. Und das ist auch der Grund, warum es so bergab gegangen ist in vielen islamischen Ländern. Unter anderem, weil die Dawa verlassen wurde. Jetzt, guck mal, welchen Beweis haben sie jetzt dafür, dass man nur mit dem Akhlaq Dawa machen soll? Welcher Beweis? Aus Koran und Sunna habe ich noch nie gehört, dass sie mit einem Beweis gekommen sind. Nur, wie ich eben schon gesagt habe. Und ich betone nochmal, Akhlaq ist eine wichtige Angelegenheit. Und jeder von uns muss versuchen, sich zu verbessern, keine Frage. Jeder. Bis zum jüngsten Tag. Bis zu seinem jüngsten Tag, bis zu seinem Tod. Aber jetzt, guck mal, dann kommen sie mit Indonesien. Nach Indonesien sind Händler aus dem Jemen gefahren und nur durch ihren guten Akhlaq haben alle Leute den Islam angenommen. Wir sagen erstmal,
Stimmt, in Indonesien war nie eine Armee gewesen, ist nicht durch Dschihad eröffnet worden. Ja? Aber wo ist der Beweis, dass die, die dorthin gefahren sind, nur mit ihren Achlak Dawa gemacht haben? Da gibt es gar keinen Beweis für. Weil es gibt gar kein Buch darüber, bei jemand, der dabei war, dass er gesagt hat, wir sind nur dahin gegangen, haben gelächelt, haben die Leute gesagt, ach, ihr lächelt ja so schön. Ich habe mir eine Frage, warum lächelt ihr denn so? Und warum macht ihr das? Warum betet ihr so? Ja, wir beten so, weil, ja, weil, ach, wollen wir auch mal, dann beten wir auch so mit euch. Er muss denen ja auch irgendwas erklärt haben. Irgendwas von der Religion muss man erzählen. Und ich sage noch mal, ja, es stimmt, das Verhalten, das Praktizieren des Islams hat einen großen Einfluss. Man wird das nachher versuchen, diese Worte von mir so umzudrehen, als wenn ich gesagt habe, braucht man gar nicht. Nur, es muss unbedingt auch gepredigt werden. Dann erzählt er, ja, Dawa ist nur durch Handeln. Das haben wir eigentlich jetzt schon hier abgehandelt. Ja? Dann sagt er, manche haben den Propheten nur gesehen und haben sie den Islam angenommen. Ich hätte ihn gerne mal, gib mir mal ein Beispiel aus der Sira, wo jemand den Propheten nur gesehen hat, hat den Islam angenommen. Ein Beispiel ist Abdullah ibn Salam, der Jude, der einer der besten der Juden war. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich habe sein Gesicht gesehen. Sein Gesicht ist nicht das Gesicht von einem Lügner. So, warum hat er den Islam angenommen? Weil er von der Botschaft schon gehört hat. Da ist jemand, der sagt, er ist ein Prophet, es gibt die Hölle, Paradies, Koran und so weiter. Und nicht nur, weil er den Charakter vom Propheten gesehen hat. Das heißt, das ist so falsch. Sondern hier ist wieder das, was ich gesagt habe, der Charakter hat die Richtigkeit der Botschaft mit unterstrichen oder hat die Person, die Islam angenommen hat, mit beeindruckt. Das heißt, diese zwei Sachen, die müssen zusammengehen. Nicht nur, wir leben irgendwo und dann warten wir, bis irgendwann mal jemand Islam ist. Der hat wörtlich gesagt an dieser Sache, ja, man praktiziert einfach und irgendwann kommt dann jemand und ist beeindruckt und dann fragt er, stellt er Fragen. Und da braucht man nicht mehr viel zu reden, dann nimmt er direkt den Islam an. Mashallah. Dann sagt er, niemals in der Geschichte haben Muslime Koranübersetzungen verteilt. Erstens, eine Hudja für uns ist, sind die ersten Generationen. Und die haben keinen Koran verteilt, erstmal, weil die meisten Menschen damals nicht lesen konnten. Die Alphabetisierung ist erst etwas, was in den letzten Jahrhunderten so stark gekommen ist. In Deutschland noch vor 500 Jahren konnten die meisten Menschen nicht lesen und schreiben. Ja? Das heißt, zur damaligen Zeit hat es gar nicht viel gebracht, den Koran zu verteilen. Aber was haben sie gemacht? Sie sind in die Länder gegangen, haben sich auf den Marktplatz gestellt und haben den Koran vorgelesen. So, was ist da seine Wasila, um das Verständnis von dem, was hier drin ist, zu übertragen? Mit wem haben sie das gemacht? Mit allen Menschen. Armer Bauer, reicher König, gebildet, ungebildet, völlig ungebildet, Bauer, Beduinen, alle. Mit ihnen haben sie den Koran vorgelesen. Gibt es dort die Wahrscheinlichkeit, dass jemand etwas falsch vom Koran versteht? Natürlich. Gibt es heute die Wahrscheinlichkeit, dass jemand etwas falsch versteht? Ja, aber die Grundbotschaft, die ist ganz klar und eindeutig. Deswegen sagt Allah im Koran, Surah 3, Vers 7, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Er ist derjenige, der das Buch auf dich herabgesandt hat. In diesem Buch gibt es eindeutige, unmissverständliche Verse. Sie sind die Grundlage des Buches und anderes mehrdeutig. Das heißt, die Grundbotschaft, es gibt einen Gott, Paradies, Hölle, ist klar, diese Botschaft kommt rüber. Das ist erstmal das Entscheidende bei der Anfangsdauer. Denn der erste Aufruf ist, dass es einen Gott gibt, dass man ihn alleine anbetet, dass es Paradies gibt, dass es Hölle gibt. Das muss er erstmal verstehen. Genau wie Mu'adh ibn Jabal, und danach wird er zum Gebet kommen. Das heißt, wenn er kommt, ach ja, es könnte sein, dass er den Koran falsch versteht. Ja, dann hat er den Koran falsch verstanden, der ist jetzt Kafir. Wenn er den Koran falsch versteht, dann ist er immer noch Kafir. Ach, subhanallah. Und außerdem, wie viel? Diese Grundbotschaft kannst du nicht falsch verstehen. Weil die klar und eindeutig ist, wer was anderes sagt, leugnet den Koran. Allah sagt im Koran, der leugnet den Koran
und er verleugnet den menschlichen Verstand. Kein Mensch kann diesen Koran lesen und versteht dann, dass Gott 3 ist oder 10. Jeder versteht, Gott ist einer, der allein muss angebetet werden. Bruder, ich war selber nicht Muslim, ich habe den Koran gelesen. Das ist in mein Herz hineingegangen. Es gibt einen Gott, auf den man vertrauen muss. Das ist eine Botschaft, die kann man gar nicht missverstehen. Ja, es gibt einzelne Regeln, die man missverstehen kann, aber diese Grundbotschaft ist klar und eindeutig. Und das sagt der Koran selber in Sura 3, Vers 7, was anderes sagt, hat keinen Plan. Da kommen die Leute, es gibt so viele Leute, die haben Tafsir geschrieben. Ja, wir haben nicht gesagt, soll keiner Tafsir schreiben. Aber worüber schreiben die im Tafsir? Die geben Feinheiten wieder. Feinheiten, die nicht jeder, die natürlich nicht derjenige, der das erste Mal den Koran liest, versteht. In einer Übersetzung. Feinheiten, natürlich, der Koran ist ein Schatz. Da kann man 100 Tafsir-Bücher schreiben. Aber heißt das jetzt, keiner darf den Koran lesen, außer wer 560 Tafsir-Bücher gelesen hat? Guck mal, was das, wie die Religion verändern. Bruder, wallahi, da schreiben Leute Kommentare und daran seht ihr auch, wie falsch dieser Sufi-Manager ist. Nach dem Motto, du musst irgendwo einen Guru haben, der dir den Koran erklärt. Ansonsten kannst du den nicht alleine lesen. Einer schreibt, der den Koran soll man nicht alleine lesen, das könnte zum Puffer führen. Ich bringe das gleich hier. Das heißt, niemals in der Geschichte haben Muslime Koran verteilt, die haben gelesen. Und den Buchdruck gab es zur damaligen Zeit nicht. Aber was sie auch verteilt haben, der Prophet hat Briefe geschickt an die Könige mit einzelnen Versen. So. So, und in den ersten drei, die ersten drei Generationen sind von Suja, nicht das, was danach gekommen ist. Ja? Das heißt, diese Möglichkeit, Korane zu drucken, die gab es zur damaligen Zeit überhaupt nicht. Du sagst ja auch nicht, ja, du kannst nicht mit dem Flugzeug zur Hadsch fliegen, weil die sind früher nie mit dem Flugzeug zur Hadsch geflogen. So, nächstes Beispiel. Dann meint er, jetzt pass auf, da sagt er, warum das nicht bringt, Koran zu verteilen. Wir haben gesagt, das ist sowieso falsch, weil wir sehen, so viele, die den Koran, den Islam angenommen haben, weil sie Koran gelesen haben. Dann sagt er, Deutsche sind rationale Menschen. Erstmal, ich bin sowieso kein Fan von solchen Verallgemeinerungen. Ja? Deutsche sind rationale Menschen. Das zeigt schon wieder, dass diese Leute Minderwertigkeitskomplex haben. Der Deutsche ist ein ganz toller, sind rationale Menschen. Ja? Und dann sagt er, lesen tun alle. Zeugen Jehovas lesen, die lesen, jeder liest. Wie soll er da den Unterschied feststellen? Was? Habe ich richtig gehört? Lesen tun alle? Ja, das ist ja gerade der Unterschied, weil der Koran von Allah ist. Er sagt ja, die lesen tun alle. Also wenn er jetzt liest, und wenn man sagt, die Deutschen sind rationale Menschen, er will uns jetzt erzählen, wie die Deutschen denken. Soll ich mal sagen, was die Deutschen nicht leiden können? Wenn man sich ein bisschen Geschichte auskennen würde, dann würde man wissen, wer der größte Revolutionär Europas ist. Martin Luther. Worum ging es dort? Genau um diesen Sufismus, sage ich jetzt. Sufismus namens katholische Kirche. Hier ist der Guru, ja, und der kann dir erklären, was die Bibel zu sagen hat. Lies die Bibel nicht. Was hat Martin Luther gemacht? Hat die Bibel übersetzt, damit sie jeder lesen kann. Konzentrier dich auf die Bibel. So war es bei Martin Luther gewesen. Und deswegen haben die Leute die Nase voll gehabt von der katholischen Kirche. Und jedes Jahr, und viele sind noch in der katholischen Kirche, aber sie haben genau auf diese Sache trotzdem keine Lust, dass ihnen jemand vorschreibt, wie sie an dieses Buch zu glauben haben. Dass es irgendeinen Guru gibt, der die Schrift verdrehen kann, wie er will. Aber das wollen die Sufis. Weil die Sufis alle ihren Guru haben, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Ja, und dann steht in dem Buch, steht dann drin, ja, du darfst das und das nicht machen. Dann kommt der Guru und sagt, ja, du kommst zu mir, machst bei mir Beya. Im Koran steht drin, ja, وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Wer vergibt die Sünden außer Allah? Bei wem machst du Toba? وَتَوَّابُ الرَّحِيمُ. Er ist der Toba annimmt. Dann sagt der Sufi-Sheikh, hast du falsch verstanden. Du musst erstmal zu mir kommen und dann von mir niederknien. Ich rede nicht von jedem Mensch. Und dann machst du bei mir Bay'ah. Ja? So. Deswegen dieses ganze komische Verständnis. Und was haben wir hier noch? So, dann erkennt viele, die haben den Islam so angenommen, dass also keiner mit ihnen geredet hat
Und sie haben dann selber, dann, weil einer so guten Charakter hatte, haben sie dann nachher den Islam angenommen. Aber die machen keine Werbung. Ach so, ja, ist ja schön. Aber verbiete uns, ich erzähle nicht, man hat keine Ahnung, wenn man Koran verteilt, aber ich zweifle sehr daran, dass es davon viele gibt, mit denen gar keiner über Islam richtig geredet hat. Dann erzählt er, wir brauchen Qualität und nicht Quantität. Das ist auch falsch. Wir brauchen Qualität und Quantität. Weil der Prophet, der ist auf Jabal al-Safa gegangen, um viele Menschen auf einmal aufzurufen. Und außerdem, wenn einer den Islam annimmt, dann ist das schon Qualität. Aber sagen zu wollen, dass man selber mehr Qualität hat, als das, was in der Übersetzung von diesem Buch steht, das ist schon mal wieder eine schlechte Charaktereigenschaft. Das ist nämlich eine große Form von Hochmut. Ja, dann. So, dann. Und das Ziel der Dawah ist, die Botschaft rüberzubringen. Und wer den Koran gelesen hat, der weiß, dass derjenige, den Islam nicht annimmt, in die Hölle geht. Das ist das Ziel. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ Dann. Neuntens. Dann schreibt einer in den Kommentaren, Habashi, ja, es stimmt, es haben einen Islam angenommen, weil sie den Koran gelesen haben, aber es gibt auch andere, manche sind aus dem Islam ausgetreten, weil sie den Koran gelesen haben. Ach, das musst du dir mal vorstellen, Achi. Ja, was soll's, Bruder? Soll man dann noch das noch kommentieren? Wer jetzt nicht gemerkt hat, dass die von Ahlul Bidda sind, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Wenn jetzt schreibt der andere Habashi, das sind glaube ich Habashis, weil der Zeug deutet alles darauf hin, wenn er zum Koran konvertiert, weil er den Koran gelesen hat, dann ist er kein Muslim. Weil er dann die mehrdeutige Verse so versteht, dass Allah über seinem Thron ist. Das heißt, der Koran führt dich zum Kufr. Guck dir das mal an, Achi, was das für... Was ist... Stell dir mal vor, du erzählst einem Deutschen, der will den Islam annehmen. Ja, du darfst den Koran nicht lesen, sonst wirst du Kafir. Ach, ich denke wirklich immer, bin ich im Irrenhaus? Dann kommt der Nächste, sagt, ja, der Imam Sadiq hat gesagt, ladet die Menschen ohne eure Zungen zum Islam ein. Dann fragen wir uns, wofür ist der Koran überhaupt herabgesandt worden? Wofür ist der Prophet auf Jabal Safa gegangen? Wofür die ganze Dschihad, wofür die ganze Dawah, wofür diese ganze Quick, wofür sind die alle gefoltert worden, die Sahaba? Wofür ist Bilal gefoltert worden? Wofür ist Hamza getötet worden? Radiallahu anhu. Da sieht man hier, Schiite, ne? Ist klar. Da siehst du, Bruder, das zeigt uns wieder, ja? Wenn wir diese ganzen Beweise, wer an Koran und Sunna festhält und wer die Möglichkeiten der heutigen Zeit nutzt, es gibt viele Möglichkeiten, Dawah zu machen. Kein Mensch hat gesagt, ja, du darfst keine Dawah machen, indem du eine Sitzung in deiner Moschee machst. Oder irgendetwas in der Richtung. Aber das ist eine Methode, um den Menschen Islam weiterzubringen. Übrigens ist das kein Koran, sondern eine ungefähre Übersetzung. Das ist eine Art von Tafsir. Ungefähre Übersetzung der Bedeutung, um bei den Menschen mehr Neugier zu wecken und ihn zu motivieren. Und diese Übersetzung, wer den Koran liest, ungefähre Bedeutung, für ihn gibt es dort genügend Beweise, dass der Islam die Wahrheit ist. So stark ist der Islam. Und wer etwas anderes denkt, dem kann ich leider nicht helfen. Dem ist ein Imam, der scheint so klein zu sein, wenn er sich nicht auf den Koran so verlässt, dass er bald zum Versinken niedrig ist. Aber das ist das Problem bei denen, die Religion stützt sich nicht auf den Koran und auf die Sunna, sondern auf hat der und der und der Guru hat etwas erzählt. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.